Am ersten Advent zünden viele Österreicher die erste Adventkerze an. Ein liebgewonnenes Ritual, das den Beginn der sogenannten stillen Zeit einleiten soll, vor Weihnachten. Doch von dieser stillen Zeit ist heute nicht viel zu spüren in dieser Konsumgesellschaft, obwohl es die Zeit sein soll, in der man ankommt, in die man zu sich findet. Wir haben viele Österreicher gefragt, was sie mit dem Advent verbinden und wie sie diese Zeit verbringen. Was mich mit dem Advent verbindet? Die Weihnachtlichkeit. Kekse essen, Familie. Gemäß unserer Familientradition immer besinnlich, beschaulich. Ja, aber das Schöne ist, glaube ich, die Kinderaugen sehen, wie die sich freuen. Und die Erwachsenen sind alle so hektisch, man steckt ein wo. Und das ist natürlich nicht so einfach. Aber vielleicht wird sich das ein bisschen ändern, ich weiß nicht. Ja, aber Weihnachten ist sonst eine schöne Zeit. Mir ist es schon wichtig, dass man ein bisschen ruhiger wird und ein bisschen auf die besinnliche Zeit schaut. Und also wenn man jetzt schon über die Christbaum und die Weihnachtslieder hört im Radio, also ich finde das nicht recht passend, weil ich sage, dass man das erwarten sollte bis Weihnachten. Was verbinden Sie mit der Adventzeit? Kommerz. Es macht keinen Spaß mehr. Trotz der vorweihnachtlichen Hektik haben die Menschen es gelernt, sich gewisse Zeitfenster freizuhalten. So kehrt doch ein wenig Stille ein in den Advent und damit zurück ins Studio.